Hi Mama, ich bin Moritz und ich mache solche Dinge im Internet. Grüße gehen raus an Moritz' Mom. Was hast du heute vor? Yo! Freunde, willkommen mal wieder zu einem neuen klassischen Wer würde eher mit der ganzen Crew. Und zwar habe ich ein paar interessante Fragen rausgegoogelt und wir starten uns zu schnacken. Wir kennen das Format, man muss es nicht erklären, oder? Nee. Gut, dass Philippe nicht dabei ist, Digga. Er hat sich selbst geweigert, er wollte gar nicht. Aber schon wieder werde ich jedes Mal dran. Besser so. Ja, besser so. Fangen wir sanft an. Wer würde eher ein Nutella-Brot mit Käse überbacken? Für mich ist das easy, ja, eindeutig. Weiß ich nicht. 3, 2, 1, Falco. Ich? Falco. Aber ich und Smiley. Ja, wir beide. Doch, ich bin auch so. Ja, Falco, ja. Smiley. Wenn ich also, nicht, dann Smiley. Mit Käse überbacken bin ich dabei, aber Nutella-Brot und Käsebrot, nein, Digga. Nee, auf keinen ich Fall. Ich finde, der Falco ist von uns derjenige, der am meisten Experimente macht. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber so ein Smiley hat damals bestimmt schon mal auf Stone so ein Ding gegessen. Warte mal. Ist natürlich nie passiert, Freunde. Wer würde eher ohne Junkfood nicht überleben? Das ist Doppelverneinung. Also ja. Wer würde eher mit Junkfood? Ist schon okay, ne? Nicht ohne Junkfood leben. Ja, genau, das ist genau, von uns allen, das ist echt nicht einfach. Eigentlich essen wir alle ziemlich viel Junkfood. Du am wenigsten auf jeden Fall. Ja. Aber Martin, ich würde das nicht unterschreiben, dass die mal am wenigsten kommt ist. Kommt drauf an, in welchem Zustand, oder? Wie oft isst du denn eine Pommes dort? Sehr oft. Aber Pommes ist Kartoffel, also du hast öfters bei Burger King bestellt, als ich hier im Aber Haus. Kartoffel ist gesund, oder? Nein, das hat mir immer Junkfood. Ich weiß es nicht. Ah, egal. Ja. Ich sag Smiley. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er kocht zu Hause. Ich nicht der Old Smiley auf jeden Fall. Der neue Smiley ist so ein bisschen so bewusster. Bisschen bewusster. Ja. Er sagt, er kocht jeden Tag für seine Videos, für den Adventskalender, aber sonst. Aber trotzdem, all in all, muss ich sagen, ich kenne euch schon seit Jahren und unser Fastfood-Konsum ist gerade wirklich sehr, sehr, sehr klein. Das dass hier mal Fastfood bestellt wird oder geholt wird, ist selten sogar. Ich vergleiche wie vor 3 Jahren eine Woche KFC. Aber beste Leben. Damals ist Smileys Zeit. Wir waren mal ein halbes Jahr die Bestellleute des Monats bei Smileys. Ja. 30% Umsatz von Smileys. Ja. Wirklich. Krass. Ich würde sagen, Falco würde nicht ohne Schnitzel überleben. Boah, ja. Digga, ja, hat er meine Schnitzel sind 30 Euro Mindestbestellwert alleine gemacht, nur um Schnitzel zu bestellen? Ja. Boah, der hatte schon mal Mindestbestellwert, 30 Euro, eine Pizza gemacht. Der hat so Kartoffeln, Aubergine, du hast alles auf dieser Pizza. Sind wir sicher, dass ich der bin, der am schlechtesten ohne Fastfood auskommen würde? Aber das sind Momente, so ich meine. Ja, ganz, ganz selten. Ganz, ganz selten. Jeden Abend Momente. Also Falco hat auf jeden Fall ein halbes Jahr, da hat er jeden Abend eine 18-Euro-Pizza von mir. Ja. Eine kleine. Und jedes Mal gesagt, die letzte für dieses Jahr. Ja, jedes Mal. Und eine extra Portion Kroketten. Ja, immer Kroketten dabei. Wer würde eher bei Seven vs. Wild überleben? Was? Falco, das wäre dein Lieblingsformat. Wer würde nicht überleben? Wer würde von uns am ehesten überleben? Am ehesten überleben. 7 Tage im Dschungel mit 7 Gegenständen, die du mitnehmen darfst. 3, 2, 1. Safe call, Falco. Ich würde nicht sagen, aber auch Roberto. Ich dachte, jeder würde sich selbst draufschreiben. Ich weiß nicht, warum. Ich hätte beide. Ich verantwortungsbewusst in solchen Momenten. Falco haut sich einfach irgendwelche Beeren und Schüsse rein. Also ich verdaue alles. Aber ganz ehrlich, Falco ist von uns einfach eigentlich die Maschine, so in dem Sinne, der kann am meisten Schritte gehen. Aber ihr würdet sie schnell vergiften, ich verstehe, was das ist. Ja, das ist die Gefahr. Du hast schon mal eine Woche draußen gewohnt, ich noch nicht. Ja, nee, mehrere Wochen. Da hat Falco auch noch immer Zugang zu einer Pizzeria da. Nee, nicht in dieser Zeit aber. Du warst ja schon mal im Wald, aber du hast ja fast die Hand abgeschnitten. Nee, ich sah nur die Hälfte der Zeit, bin ich schon gestorben. Wer würde eher einen guten Geheimagenten abgeben? Dima. Ja. Ich dachte, weil ich so klein bin, ich passe mir nicht vor. Dima ist so ein Lüftungsschachtel. Immer mit Anzug, mit deinem Martini geschüttelt, nicht gerührt. Wer würde eher für Geld nackt putzen? Boah, wenn Philippe nicht dabei ist, ist das echt schwierig. Falco. Das ist mein Lino. Ey, ich hab mich selber drauf geschrieben. Ich hab mich auch selber, ich kann es mir schon vorstellen. Ja, also ganz ehrlich, so damals hab ich alles für Geld gemacht. Kommt auf die Summe ab, ja, ganz ehrlich. Das war ja alles für Geld. Ich hab was? Bruder, du hast Windelbilder gezeichnet. Vor allem, wen willst du verarschen? Das ist ein gutes Argument. Bruder, ich war Pizzabote. Was für
Ich möchte das euch nicht kaputt machen, aber in der Frage hieß es gar nicht in der Öffentlichkeit. Also in seinem eigenen Zimmer nackt putzen, okay, ist ja gar kein Problem, oder? Ja, wer guckt denn zu? Ja, niemand. Das ja, dann. Das heißt, jeder will es machen. Wenn ich damals 16 so gerade für meine erste Kamera spare und ich da ja, irgendwie so halbnackt putzen müsste, wenn ich dafür einen guten Stundenlohn bekommen hätte, wäre ich vielleicht dabei gewesen. Aber es war nicht halbnackt, Bruder, mit dem Ding noch draußen. So. Einfach direkt OnlyFans-Account erstellen und Plus-Videos machen. Zweimal Geld verdienen. Wer würde eher mit YouTube aufhören, um meine TikTok-Karriere zu starten? Warum ist diese Frage drin, Falco? Francesco. Falco hat es gerade gemacht. Ja, Falco ist, falls es euch aufgefallen ist, nicht aktiv gerade auf YouTube, aber auf ich TikTok. Ich versuche was anderes jetzt auszubauen. Ne? Ja, aber bei Falco macht es doch Sinn mit dem künstlerischen so. Ich ja, voll. Ich wollte mich selber schon draufschreiben eigentlich, weil ey, nach 15 Jahren YouTube ist auch eigentlich irgendwann mal genug, oder? Eigentlich könnte ich es mir auch vorstellen. Ja, aber ich habe dieses. Du gehörst zu YouTube wie der rote Button, Digga. Ja, ich glaube so. Du bist. Wie der Dislike-Button, ne? Gehör ich dazu. Wer würde eher in der Achterbahn schreien? Vor Angst, vor Freude ist nicht genau erklärt. Dima. Ich? Aber vor Freude. Ja, du hast Dima Achterbahn, gesagt. Bruder. Weil ich es langweilig finde. Also ich würde da eher schlafen. Ich hätte voll Spaß. Deswegen habe ich Liebe. Ja. Vor Freude so. Würde ich auch machen, safe. Aber ja, bei dir wäre es eher so. Ja. Ich muss immer lachen, weil es so witzig, so geil ist einfach. Ich habe Spaß damit. Ich finde es anstrengend, weil du hast dieses komische Bauchgefühl. Und das ist 30 Sekunden geil vorbei. Es ist zu wenig Spaß. Und du stehst aber 20 Minuten. Das Bauchgefühl ist das Beste, was es gibt. Dieses Adrenalin-Gefühl. Herumgeschleudert zu werden. Das ist so okay. Geil. Wer würde eher später zu einem verrückten Katzen- oder Hunde-Opa werden? Das ist eine schwierige Frage. Doch. Hättest du jetzt Insekten-Opa gesagt? Ja, das wäre zu einfach. 3, 2, 1, Sima. Dimitrino. Ich habe auch nicht genommen. Krass, ja. Ich habe mich nicht entscheiden können. Ich sehe euch Hunde alle echt nicht mit Hunden und Katzen irgendwie. Also mich am wenigsten. Ruhiger, flauschiger Hund. Wir reden ja von nicht ein Hund, das geht ja, mindestens 10. Also Dima vielleicht noch. Doch, Dima am ersten. Ich fange jetzt schon langsam mal durchzudrehen. Ich weiß nicht, wo das endet, Leute. Wer würde eher 3 Tage oder länger nichts essen? Okay, einfach. Bruder. Ja, easy. Dimitrino, hast du für eine Woche gemacht schon, oder? Ja, du könntest aber auch, du könntest das vergessen. Nein. Du könntest vergessen zu essen, theoretisch. Wenn, dann so. Ich würde es vergessen. Keine 3 Tage, Digga. Ja, 3 Tage. Nach 2 Tagen bestellt er sich nicht. Ich schaff das nicht. Ja. Ich habe glaube ich, mal 24 schon nichts gegessen. Das ist schon schwer. Ich merke schon, dass mich da psychisch so, mir gibt Essen so viel Hoffnung, so viel Freude, so viel Energie. Noch krasser war es das, dass man nach 3 Tagen immer noch gekackt hat. Ich habe nicht gecheckt, wo es herkommt. Ich habe nur Wasser getrunken. Also das heißt, das ist echt da ist so viel drin, wahrscheinlich, dass erst ne? 3 Tage altes Essen rauskommt. Crazy, Alter. Das sind Toxinen easy generell vom Körper, die ausgespült werden. Ja. Alles klar, nächste Frage. Okay, nächste Frage. Wer würde eher Beef mit Kuchen-TV starten? Dima. Ich habe auch nicht geschrieben. Erstmal, keiner würde bewusst Beef mit Kuchen-TV anfangen. Safe nicht. Wenn man dem quasi so die Grundlage bietet, dass er nicht angreift, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich antworte, aber nicht so auf Beef aus, sondern um das zu erklären oder so. Wir sind aber keine Beef-YouTuber. Also, wir sind hier so in unserer family-friendly, wilden Lebenszeit. Wenn, dann würde ich den zum Boxkampf auffordern. Das ist jetzt das neue Ding, oder? Auf witzig. Okay. Das ist wirklich das neue Ding. Direkt Boxen. Ja. Wer würde eher als Stripper arbeiten können? Ah, genau. Wieso? Deine Beine sind ausgenommen. Weil du könntest so eine Nische für so Waden-Fetische. Pfeiff hat die dicksten Waden. Das Ding ist, warum ich Dima aufgeschrieben habe, ist irgendwie Dima so der am meisten auf Ästhetik achtet. Ich bin auch gelenkig, also ich könnte mir das vorstellen, so vom Tänzerischen her. Aber bei Falco sehe ich dieses Pole-Dance-Bild, wo er auf dieser Stange so mit seinen Beinen voll rumdreht. Nee, dafür ist Falco viel zu sehr Eisenbahn. Ja, Falco ist echt nicht gelenkig. Ja. Aber Falco würde einfach nur so seine Waden zeigen und dabei so einen Indiana Jones Anzug tragen. Mit so einer Dreiviertelhose, die er so unten abmachen kann. Mit so einer Tasche. Und nur seine Waden am Laufen. Ich kann Erfolg so in diese Nische haben. Wer würde eher sich einen Fake-Account zulegen und ihn auch nutzen? Ja, also es gibt ja viele Kollegen von uns, die quasi nochmal einen Account haben. Was jeder hat, so. Genau, damit nicht jeder sieht, dass du seine Stories guckst. Mir ist es egal, ich gucke einfach Stories und kann überall reingucken, aber angenommen, du hast Beef mit jemandem und willst wissen, was der für Stories macht, dann macht er einen Account, wo er nicht sieht, dass du, weißt du. Ach, ich kam noch nie auf diesen Gedanken. Ich auch nicht, ich sehe gar keinen Grund. Okay, ich habe aber trotzdem einen Namen.
Ja, ich auch. Schau, und du hast dich auch selbst aufgeladen. Ich habe keinen Fake-Account, aber ich habe einen Privat-Account. Dein Hauptaccount ist quasi Fake-Account eigentlich. Genau. Genau, den benutzt einfach. Ey, stopp mal ganz kurz. Ich habe dieses Jahr auf jeden Fall mehr gepostet als du. Auf Instagram, meinst du? Safe. Ich habe über YouTube geredet. Gut, machen wir weiter. Wer würde eher auf seine eigene Hochzeit einschlafen? Ich? Balkon? Ich sehe mich auch. Echt? Hey, Digga, nach drei Flaschen Wodka. Ja, so. Was eigentlich? Bei Falco könnte ich mir vorstellen, dass er einfach den Hochzeitstag vergisst. Also er schläft einfach zu Hause und die Braut wartet einfach. Ja, also entweder der Faktor, ich bin super betrunken auf meiner russischen Hochzeit, oder diese Hochzeitsplanung ist so intensiv und anstrengend und man hat noch die Nacht durchgemacht, dass man einfach so tot ist. Für eine russische Hochzeit muss man auch für drei Tage planen. Also das heißt, du wirst früher oder später sowieso dort einschlafen müssen. Es geht nicht anders. Wer würde eher den perfekten Tornado schaffen? Smiley. Ich hätte auch Smiley gesagt, aber ich habe letztens das erste Mal einen perfekten Tornado geschafft. Ja, zeig. Und deswegen weiß ich, wie es jetzt geht. Und ey, der ist perfekt. Und an diesem Abend habe ich mir geschworen, dass ich nie wieder im Leben einen mache. Ich das weiß, welcher Abend das war. Da kamst du zu mir und meinst, nie wieder. Es lohnt sich nicht. Ich sehe wirklich nicht den Sinn und Zweck des Tornados. Das ist doch zum Genießen eigentlich. Es ist irgendwie eine Challenge. Eigentlich solltest du davon schneller betrunken werden. Aber das wirst du nicht. Die Bauchschmerzen waren einfach, die waren schlimm. Aber ich habe auch zwei hintereinander Tornado. Ui. Hättest du einen dritten schaffen können? Unmöglich. Nach meinem zweiten Tornado hintereinander habe ich meinen Bauch angeguckt und das auch geblieben. In dieser Sekunde habe ich Panik bekommen, weil ich mir vorgestellt habe, dass der gleich so explodiert. Und danach kam der größte Röpser meines Lebens und ich habe gesagt, ich mache das nie wieder. Ich glaube, ich würde drei hintereinander schaffen. Würdest du es jetzt probieren? Ja. Dann mache ich zwei. What the fuck? Was hast du heute vor? Das läuft schon an seiner Wange runter. Zeig mal. Boah, ja. Ui, das macht aber viel Schaum, das Zeug, ne? Ja, da ist noch einiges drin. Ich kann mir das nicht angucken. Nein, Mama, ich bin Moritz und ich mach solche Dinge im Internet. Grüße gehen raus an Moritz' Mom. Ja, Smiley ist doch echt gerade in der besseren Form. Ja, bravo. Oh mein Gott. Nein, oder? Das machst du die ganze Zeit, wenn du nicht da bist, ne? Ich hab dich gefragt, was macht denn so ein Scheiß? Ich hab gesagt, ich hab trainiert, Digga. Toll. Stolz, wirklich. Bravo. Applaus. Du bist erwachsen geworden. Endlich. Wer würde eher auf Katja Krasavichs Konzert gehen und leidenschaftlich twerken? Dimitri, das sehe ich nicht. Ja, wir sind befreundet. Ich übe das manchmal so zu Hause. Echt? Wenn ich ganz allein bin im Zimmer. Weil das ist gesund für den Körper. Aber was wackelt denn dann? Das ist das Ding. Das ist eine ziemlich traurige Angelegenheit. Deswegen mache ich es ja auch allein im Zimmer. Ich will keinen psychisch schädigen. Wer würde eher stundenlang im Bad brauchen? Falko. Ja. Ich! Jeder leider schon zwei Stunden kacken, Digga. Hast du eigentlich schon mal das Limit von WhatsApp-Audio erreicht? 27 Minuten war deine längste, oder? Ach, halbe Stunde, Chill. Ich hab mal gesehen, du hast eine Sprachnotiz geschickt bekommen, die so eine Stunde, vier Minuten lang. Ja, stimmt. Da gab es nicht die Option zu locken, sondern man musste den Finger gedrückt. Nein, aber ich meine, Digga, dieses Mal zwei. Auch nicht. Du hast die sogar noch abgehört. Ja, ich hab durchgezogen. Ja, nochmal zurück zum Thema. Also manchmal, wenn ich aufs Klo will, ich merke, ich muss dringend, dann höre ich Falco, ich bin im Bad und ich höre, er putzt sich die Zähne. Musik? Ich warte kurz, ich höre Musik. Zwei Songs sind vorbei, ich mache Musik aus, ich gehe runter und ich sage, er hat sich weggeschnitten wahrscheinlich. Da ist nichts mehr da, Alter. Warum denkst du, sieht Falco Zahnbürste auch so aus? Normale Zahnbürste, Falco Zahnbürste. Du hast in der gesamten Zeit in der alten Wohnung kein einziges Mal eine neue Zahnbürste. Boah, es sah immer gleich aus. Euer Lieber hat Falco noch mal eine Zahnbürste geschenkt. Ich auch aus Mitleid. Okay, jetzt weiß ich nicht, was ich geschenke beim nächsten Geburtstag. Gut zu wissen. Toll war das. Dankeschön. Vor allem hat mir der Part mit dem Tornado gefallen. Falls es euch auch gefallen hat, dann zeig's gerne mit deinem Daumen nach oben. Schau bei den Jungs vorbei. Checkt Videos aus, die ich eingeladen sind. Ansonsten sehen wir uns bald wieder. Bis dahin, bleibt schön gesund und gut drauf. Tschüss. Ciao. Ey, es hat richtig Spaß gemacht, mal wieder mit allen Videos zu sehen.